Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen 24. Sitzung des Stadtrates. Ich begrüße Herrn Endres von der Presse. Ich begrüße unsere Gäste, die heute an unserer Ratssitzung teilnehmen, sowohl hier im Saal als auch vielleicht wieder zu Hause am Bildschirm. Wir beginnen traditionell nach der Eröffnung der Sitzung mit der Einwohnerfragestunde. Ich habe hier schon einmal eine Wortmeldung von Frau Fiedler vorliegen. Frau Fiedler, ich gebe Ihnen gleich das Wort und bitte gehen Sie ans Mikrofon. Nee. Frau Fiedler, da. Da, an das Mikrofon. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte und Gäste. Ich war hier im Stadtrat, daher bin ich ein bisschen bekannt. Ich stelle eine Frage in der Bürgerfragestunde zu einem meiner Lieblingsthemen in der Stadt, hier unser Clubhaus, der ehemalige Clubhaus der Werktätigen, was mich seit ein paar Jahren beschäftigt. Zuvörderst ein Zitat: Berlin, die Architektenkammer in Berlin hat jetzt eine Chefin, eine Leiterin, und die hat vor einem halben Jahr ungefähr gesagt, Bürger und Architekten und Stadträte und Stadtherren mögen bitte erhalten, zum Beispiel die Bauten der Moderne der DDR, und nicht abreißen. Und es gibt eine Menge Beispiele dafür inzwischen, die meisten aus der Volksstimme. Seit Jahren befrage ich Bürger aller Altersgruppen zum ehemaligen Kulturhaus der Werktätigen, in Anführungsstrichelchen, in unserer Stadt. In all diesen Gesprächen erfahre ich immer wieder, dass Ihnen, den Bürgern, und auch ganz besonders junge Leute, sagen mir immer wieder, der Erhalt des Clubhauses sei für sie wichtig. Die unterschiedlichen Konzepte für Abriss und Neubauplanungen habe ich als Stadträtin und Bürgerin Halberstadts immer verfolgt. In der Volksstimme lese ich, wie viele ehemalige Kulturhäuser erhalten werden und wurden, Bitterfeld, Blankenburg, Salzwedel, Ilsenburg zum Beispiel. Die Tazi, Tageszeitung, die ich seit ewig lese, hat durch die Gründung einer Genossenschaft sich ein Haus gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass mithilfe eines Genossenschaftskonzeptes, ich bin selber Genossin, dieses Haus vielleicht zu retten wäre, also der Abriss, also die Finanzierung für Nicht-Abriss da wäre. In Gesprächen mit der Denkmalpflege Quedlinburg erfuhr ich, dass der Erhalt eines Betonbaus einfacher ist als Fachwerkerhaltung. Das erleben wir ja ständig hier in der Stadt, wie viele schöne Fachwerkhäuser erhalten sind inzwischen und immer mehr. Meine Frage: Für den Abriss des Clubhauses stehen 500.000 Euro zur Verfügung. Für den Fall eines Umdenkens, was könnte eine solch große Summe für den Erhalt des Hauses bedeuten? Ich danke Ihnen und das war meine Frage. Danke, Frau Fiedler. Ich gebe die Frage weiter in die Verwaltung. Herr Oberbürgermeister. Ja, liebe Frau Fiedler, vielen Dank für die Frage. Allerdings sind wir, glaube ich, über diesen Punkt, den Sie ansprechen, Erhalt des Clubhauses schon lange hinweg. Also es gab lange Zeiten, wo wir mit unterschiedlichen Konzepten diskutiert haben, was man mit dem Clubhaus machen könnte. Am Ende hat sich niemand gefunden, der es bezahlen, betreiben oder Ähnliches wollte. Wir haben jetzt einen Investor für das Clubhaus. Das ist, denke ich, soweit bekannt. Auch die Pläne sind im Großen und Ganzen, zumindest den Räten, bekannt, was geschehen soll. Und von daher sind wir über diesen Punkt, eine Genossenschaft zu gründen oder irgendetwas anderes zu tun, eigentlich lange hinweg. Und auf Ihre letzte Frage hin, die 500.000 Euro Abrissfördermittel, ja, die sind da. Die sind schon so lange da, dass wir dafür Zinsen zahlen müssen, was mich persönlich sehr ärgert, weil wir sie nicht ausgeben. Wir werden sie jetzt bald zum Glück ausgeben.
aber mit großer Wahrscheinlichkeit reicht das Geld nicht mal, um das Haus in Gänze abzureißen. Das heißt also, mit 500.000 ist, egal welches Konzept man sich denken könnte für das Clubhaus, diesem Gebäude bei weitem nicht geholfen. Es gab mal eine sehr schöne Zeichnung in einem Landtagswahlkampf von einem meiner damaligen Gegenkandidaten. Da wurde über Kosten gesprochen, um die 30 Millionen. Ich denke, das ist auch ein halbwegs immer noch, selbst zu den aktuellen Zeiten, vielleicht noch ein halbwegs realistischer Wert, was man an Geld aufbringen müsste, um das Ganze wieder so nutzbar zu machen, wie es einmal war. Und von daher, über den Punkt sind wir drüber hinweg. Wir haben sozusagen jetzt andere Pläne für das Clubhaus und auch Leute, die das bezahlen wollen. Und von daher denke ich, sollten wir das frohen Mutes angehen. Denn wichtig ist, dass dieser Schandfleck aus dem Gesicht der Stadt erstmal verschwindet. Und ich glaube, was jetzt neu kommt, kann sich am Ende auch gut sehen lassen. Vielen Dank. Gibt es von den anwesenden Bürgern weitere Anfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann habe ich hier eine schriftliche Anfrage von Herrn Alexander Luft aus Halberstadt. Ich fasse es mal insoweit zusammen. Er fragt, ob es möglich wäre, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Ortsteile darüber mit abstimmen können, was mit der Corona-bedingten Investitionspauschale der Stadt geschieht. Er schlägt vor, davon einen Teil der Summe zur Diskussion zu stellen, nämlich 40.000 Euro, zum Beispiel in Form von Vorschlägen und Abstimmungen über mögliche Investitionen, die aber durch die Begrenzung der Mittel nicht alle geschafft werden können. Das ist ihm auch klar. Also er fragt, kann man aus der Corona-bedingten Investitionspauschale einen Teil, er schlägt 40.000 Euro vor, in einen Fonds geben, in dem dann die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Ortsteile Ideen einbringen, wie man diese 40.000 Euro verwendet. Ich versuche es mal und Frau Kagemann schreitet ein, falls ich Quatsch erzählen sollte. Also denkbar ist grundsätzlich immer vieles. In dem Falle sind das Investitionsmittel, das heißt, die sind gebunden für Investitionen. Die müssen also am Ende auch für Investitionen ausgegeben werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn die für Investitionen ausgegeben werden, lass die Bürger doch darüber entscheiden. Da würde ich sagen, widerspricht als erstes mal, dass normalerweise der Stadtrat, also Sie, die gewählten Abgeordneten, sozusagen die Entscheidungshoheit über unseren Haushalt haben. Das heißt, wir müssten uns erstmal hier in diesem Gremium dazu durchringen, eine Art Modus zu finden, wie wir Geld zur Verfügung stellen, über das dann auf eine wie auch immer geartete Art und Weise die Bürger draußen abstimmen können, ohne dass wir hier Einfluss haben. Das halte ich für rechtlich schwierig, aber wahrscheinlich nicht unmöglich. Das größere Problem an der ganzen Geschichte ist Folgendes. Wir haben das zum Finanzausschuss, die Liste ja bekannt gegeben, was wir planen mit den Corona-Mitteln, den zusätzlichen Corona-Mitteln zu bezahlen. Wenn man sich diese Liste anguckt, die im Finanzausschuss ausgegeben wurde, dann reichen diese Mittel, die wir zusätzlich bekommen haben, weil das Land anerkannt hat, dass aufgrund von Corona, aufgrund von Ukraine, aufgrund von wirtschaftlichen Schräglagen sozusagen die Preise alle durch die Decke gegangen sind, dann reichen diese Mittel nicht einmal aus, um die Vorhaben, die wir momentan schon in Planung haben, zu bezahlen. Also mindestens die Mitglieder des Finanzausschusses dürften eine Liste bekommen haben, in der steht drauf, dass wir, wie viele Mittel waren es, Frau Kagemann, die wir bekommen haben? Fast 800.000? Ja, ungefähr 460.000 Euro zusätzlich Corona-bedingte Mittel und 250.000 circa nochmal die erhöhte Investitionspauschale, also über das Finanzausgleichsgesetz. Also wir haben ca. 700.000 Euro extra bekommen und wenn man unter den Strich schaut, stehen immer noch minus 440.000 Euro. Und da sind keine Sonderwünsche dabei, sondern das ist, sind schlicht und ergreifend die Preissteigerungen, die uns ereilt haben für die Sachen, die wir momentan angehen, wie zum Beispiel die Rudolf-Diesel-Straße, um nur ein sehr präsentes Beispiel zu nennen. Von daher sehe ich ehrlicherweise dafür keine Spielräume, weil das Geld ist eigentlich schon weg. Gut, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für die Antwort. Ich frage nochmal, gibt es weitere Anfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 1 und wir kommen
zum Tagesordnungspunkt 2, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit. Ich fange zunächst mit der Beschlussfähigkeit an und frage ab. Die Fraktion Die Linke, 4 von 7, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, 7 von 7, BUKO, Freie Wähler, FDP, 6 von 8, CDU, Immersleben Wählergemeinschaft, 12 von 13, AfD, 3 von 5. Damit stelle ich zunächst einmal die Beschlussfähigkeit für die heutige Ratssitzung fest. Sind Sie alle ordnungsgemäß und fristgemäß eingeladen worden oder gibt es da gegenteilige Meinung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich auch das fest und wir nehmen es zu Protokoll. Damit ist dann der Tagesordnungspunkt 2 erfüllt. Und wir kommen zur Bestätigung der Tagesordnung öffentlicher und nicht öffentlicher Teil. Gibt es dazu von Ihrer Seite Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Bestätigung der Tagesordnung per Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen für den öffentlichen und nicht öffentlichen Teil. Wir kommen zur Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil der 23. Sitzung am 21.04. gefassten Beschlüsse. Der Beschlussvorlage 393 zur Ausschreibung der Wasserkonzession in der Kernstadt Halberstadt und den Ortsteilen Emersleben und Klein-Quenstedt wird zugestimmt. Der Beschlussvorlage 416 dem Verkauf eines Grundstücks in Halberstadt wird ebenfalls zugestimmt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Bestätigung des Protokolls der 23. Sitzung vom 21.04.2022. Öffentlicher Teil. Gibt es zum Protokoll Anmerkungen von Ihrer Seite? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Bestätigung per Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine Stimmenthaltungen? 2, 3 Stimmenthaltungen, damit ist das Protokoll einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Ernennung der Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr. Ich übergebe das Wort an unseren Oberbürgermeister. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte diese freudige Gelegenheit nutzen, um einen ganz kleinen Teil aus meinem Verwaltungsbericht schon einmal noch mal vorzuziehen. Ich habe heute die große Ehre, die Ernennung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr durchzuführen. Das ist mir auch eine sehr, sehr große Freude, weil es ist absolut unstrittig, dass unsere Feuerwehren einen riesengroßen Beitrag an unserem gesellschaftlichen Zusammenleben tragen, insbesondere immer dann, wenn irgendeiner von uns oder dem Bürger Halberstadts in der Klemme steckt. Das Ganze darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir insbesondere in den Ortsteilen große personelle Probleme bei den Wehren haben. Ich betone, das liegt nicht an den Wehren und das liegt auch nicht an den Kameraden. Und da ist auch nicht die Stimmung schlecht oder irgendetwas anderes. Die Jungs und Mädels machen da wirklich eine ganz hervorragende Arbeit. Trotzdem ist es so, dass die Kameraden, die sich engagieren, in den seltensten Fällen noch im Ort arbeiten. Und somit ist eben die Einsatzbereitschaft zwischen 6 und 18 Uhr, ich will es mal positiv ausdrücken, nicht immer gegeben. Und das ist schon sehr euphemistisch. Und deswegen will ich einfach nur noch einmal darauf hinweisen und auch noch mal zum Ausdruck bringen, dass wir auf dieses ehrenamtliche Engagement auch angewiesen sind. Und für alle, die das draußen hören und vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr zu engagieren, bitte Aufruf, tun Sie es, wir brauchen Sie bei dieser freiwilligen Einrichtung, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es ist ein tolles Ehrenamt, für das es sich lohnt, ein bisschen Zeit zu opfern. Und es ist wirklich 5:12 Uhr, ganz ehrlich. Und das liegt nicht an den Kameraden. Wenn wir die nicht hätten, wäre es an der Stelle schon lange vorbei. Aber ich muss einfach das öffentliche Podium hier nutzen, um da nochmal darauf hinzuweisen. Jetzt komme ich aber zu der freundlichen Sache, zu der schönen Aufgabe, und deswegen bitte ich als erstes nach vorne Herrn Andreas Braumann. Herr Braumann ist der Einzige, der heute von mir 2 Urkunden bekommt. Mit der ersten Urkunde werde ich
werde ich ihn entlassen. Es klingt erstmal seltsam, aber er wird entlassen als stellvertretender Ortswehrleiter. Und mit der zweiten Urkunde ernenne ich ihn zum Ortswehrleiter der Stadt Halberstadt. So, als zweites bitte ich nach vorne Herrn Steffen Czaja und Herrn Thomas Tunsch. Damit kommen wir zur Ernennung zum Ortswehrleiter Klein-Quenstedt, Herrn Steffen Czaja, und zum stellvertretenden Ortswehrleiter Klein-Quenstedt, Herrn Thomas Tunsch. Als nächstes bitte ich nach vorne Herrn Jonas Panier, Herrn André Löfke und Herrn Gordon Kund. In der eben genannten Reihenfolge ernenne ich die Herren zum Ortswehrleiter Sargstedt, Herrn Jonas Panier, zum Ortswehrleiter Schachdorf-Ströbeck, Herrn André Löfke und zum stellvertretenden Ortswehrleiter Atenstedt, Herrn Gordon Kund. So. So, nach diesem erfreulichen Tagesordnungspunkt
geht es weiter mit dem Bericht des Oberbürgermeisters aus der Arbeit der Verwaltung. Herr Zarata, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Stadtratspräsident, werte Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch wenn wir immer noch in sehr unruhigen Zeiten leben, möchte ich dieses Mal so mit einem Verwaltungsbericht beginnen, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe, nämlich mit den Aktivitäten des Unternehmerbüros. Da gibt es als erstes zu verkünden, dass wir in Halberstadt mit dem Glasfaserausbau der Deutschen Telekom sehr gut vorankommen. Mittlerweile sind die Planungen zum Glasfaserausbau in Halberstadt beendet. Auch das Ausbaugebiet ist online eingestellt, ist ja leider noch nicht das ganze Stadtgebiet, eher so der Stadtkern, aber man kann jetzt nachschauen, ob man in dem Bereich, in dem sehr großen Bereich, muss man fairerweise sagen, wohnt oder nicht. In den folgenden Monaten erfolgt eine Reihe von vertrieblichen Infos und Aktivitäten. Das Gute bei der Sache ist ja für alle, die das jetzt vielleicht das erste Mal hören, dass man sich den Glasfaseranschluss bis ins Haus legen lassen kann, kostenfrei von der Telekom, ohne danach gezwungen zu sein, ihn zu nutzen oder mit der Telekom einen Vertrag einzugehen. Also hier heißt es tatsächlich, haben ist besser als brauchen. Zu den laufenden Projekten im Unternehmerbüro. Es gibt weiterhin eine sehr, sehr rege Nachfrage von Ansiedlungen zu verzeichnen. Derzeit werden 11 Projekte intensiv betreut, davon bereits 4 Projekte in der Beschlussfassung und 4 weiteren in der engen Verhandlung. Das ein oder andere Projekt finden Sie ja auch heute auf Ihrer Tagesordnung. Und sobald wir die Freigabe der jeweiligen Unternehmen haben, kann ich Ihnen auch Näheres dazu sagen. Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte uns von der Nanostone Water GmbH hier aus Halberstadt. Sie ist nach 2019 nun auch 2022 als Top-Innovator mit dem Top-100-Siegel ausgezeichnet worden und gehört zu den Top-Innovatoren Deutschlands. Insgesamt hatten sich 436 Unternehmen um das Innovationssiegel beworben und der Innovationswettbewerb in Deutschland zeichnet die Top 100 mittelständischen Unternehmen für ihr Innovationsmanagement und ihren Innovationserfolg aus und insbesondere in der Kategorie Innovationserfolg konnte die Nanostone Water GmbH überzeugen. Das freut uns natürlich sehr, so ein innovatives Unternehmen hier bei uns am Standort haben zu dürfen und wir wünschen natürlich weiterhin viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch noch einmal. Fachbereich 1, innere Verwaltung. Im Fachbereich 1 möchte ich heute nur mal ganz kurz auf was eingehen, auf das man eher selten eingeht, Gesundheitsmanagement. Sie wissen alle um den Krankenstand in den Verwaltungen und dankenswerterweise unterstützt uns die Barmer bei unserem Gesundheitsmanagement und neben vielen Aktionen, die durchgeführt werden, nahmen wir auch in diesem Jahr an der digitalen Firmenstaffel teil. 25 Mitarbeiter inklusive mir nahmen aktiv als Geher und Läufer teil. Heute fand die Firmenstaffel ihren Abschluss. Und ich darf stolz verkünden, dass wir von 185 Teilnehmern auf Platz 31 gelandet sind und mit 5.632 Kilometern haben wir unser Ziel von 5.000 zu laufenden Kilometern locker übertroffen und uns um insgesamt 48 Plätze im Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Dazu gehörte dann auch solche Aktivitäten wie den 24-Stunden-Lauf im Stadion oder gestern gerade noch die Harzer Firmenstaffel, wo wir auch als Stadt Halberstadt vertreten waren. Wir werden die Antragstellung für die Förderung der Stelle eines Klimaschutzmanagers vorantreiben. Die Stadt Halberstadt möchte sich ihrer Klimaschutzverantwortung stellen und im Zuge dessen nutzen wir ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für eine 2-jährige Förderung der Stelle eines Klimaschutzmanagers. Die Möglichkeit der Verlängerung dieses Förderzeitraums ist natürlich schon avisiert und da wir immer noch als finanzschwache Kommune gelten, besteht die Möglichkeit der Förderquote von 100%. Schwerpunkt des vielfältigen Aufgabengebietes wird natürlich die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes sein für die Stadt Halberstadt und damit, also mit dieser Einstellung, werden wir auch der Intention des Antrages der SPD Bündnis 90 Die Grünen Fraktion für nachhaltiges und klimafreundliches Halberstadt gerecht, denn auch die Erarbeitung der verankerten Rahmenzielstellung unter Einbeziehung der Fraktionen wird zu den Schwerpunkten des Klimamanagers gehören. Thema Bildung, Jugend und Sport, da gehen wir wieder auf die Dörfer. Das Qualitätssiegel der Deutschen Schachjugend e.V. wurde der Grundschule Dr. Emanuel Lasker erneut verliehen und auch die ortsansässige Kindertagesstätte Sonnenschein wurde ebenfalls als deutsche Schachkita
ausgezeichnet. In beiden Bildungseinrichtungen wird mit der Auszeichnung das traditionelle und außergewöhnliche Wirken rund um das Thema Schach gewürdigt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nach Ströbeck. Und wenn wir schon mal einmal beim Gratulieren sind, etwas, was Sie nicht in Ihrem Verwaltungsbericht finden, dann möchte ich natürlich auch unsere Para- und Special Olympics-Sportler nicht vergessen. Denn Sie konnten es der Zeitung entnehmen, für beide gab es vor kurzem deutsche Meisterschaften. Und sowohl das Leichtathletik-Team um Trainer Michael Schubert, der ja unser Stadtratsmitglied ist, als auch das Special Olympics-Team der Reinhard-Lakomi-Schule konnten deutsche Meistertitel und zweite und dritte Plätze mit nach Halberstadt holen. Ich denke, das ist ein großer Erfolg. Und Michael, an dich nochmal ganz persönlich herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für dein Engagement. Sind wir schon im Fachbereich 2, nachdem der Hauptausschuss in 45 Minuten durch war, wurde ich gebeten, meinen Bericht zu verkürzen. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Also Fachbereich 2, die Haushaltsplanung 23 wurde begonnen. Vorgesehen ist natürlich auch diesmal wieder den Haushalt in der letzten Ratssitzung diesen Jahres einzubringen und hoffentlich auch zu verabschieden. Voraussetzung ist jedoch, dass wir zunächst erstmal die Jahresrechnung 21 fertigstellen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck und ich bin guter Dinge, dass uns das auch zeitnah gelingen wird. Gewerbesteueraufkommen, das sieht aktuell auch noch sehr positiv aus. Normalerweise würde ich das jetzt sehr doll ausschmücken. Ich möchte aber, ob der momentanen wirtschaftlich unsicheren Lage, sage ich mal, etwas gedämpft mich da zu äußern. Aber die reinen Zahlen sagen erstmal aus, dass bis Ende Mai 2022 das angeordnete Gewerbesteueraufkommen eine Höhe von 11,4 Millionen hat. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, da waren es 8 Millionen, sind es 3,4 Millionen mehr. Das ist sehr, sehr positiv. Und auch bei dem Vergleich des angeordneten Gewerbesteuer vom 31.05.22 gegenüber dem Planansatz 22 von 8,8 Millionen verzeichnen wir immer noch eine Erhöhung um 2,6 Millionen. Das ist sehr positiv, aber wir lernen immer wieder, dass Steuern, gerade Gewerbesteuern, sehr fragil sind. Fachbereich 3, Bauen und Ordnung. Sie konnten es der Zeitung entnehmen und wer über den Markt gegangen ist, hat es hoffentlich schon positiv wahrgenommen. Wir haben einen neuen Marktmeister, einen neuen Marktbetreiber. Lange hat es gedauert, was lange währt, wird endlich gut. Am 21.06. durfte ich den Konzessionsvertrag mit der Veranstaltungskomm GmbH unterzeichnen. Und ich glaube, die erste Veränderung ist sogar von Weitem zu sehen, denn wenn man von hier Richtung Breiter Weg guckt, steht jetzt ganz vorne so ein großer weißer Transporter mit einem neuen Händler auf der Kopfseite, Höhe Sport Hess, der unter anderem ganz leckere Oliven verkauft. Also soll jetzt ja sukzessive die Qualität auf unserem Markt verbessert werden. Die ersten Sachen sind schon geschehen und wir werden natürlich weiterhin ein waches Auge darauf werfen, dass das auch weiter so geht. Die Gewerbeanmeldungen, da kann ich auch was Positives vermelden. Wir haben bis 31.05.72 Gewerbeanmeldungen gehabt, bei 64 Gewerbeabmeldungen. Also auch da positiv. Auch die Einwohnerzahl steigt leicht weiter. Ich habe ja letzte Mal mich über plus 11 gefreut. Heute darf ich mich über plus 86 freuen. Wenn wir bis Ende des Jahres das Plus vorne stehen behalten, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Ganz wichtig, wenn es um neue Erdenbürger, am besten noch neue Halberstädter, geht es natürlich auch Eheschließungen. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir haben ja unsere Straßenbahn gewidmet als Eheschließungsort und die erste Eheschließung hat auch schon stattgefunden. Brautpaar und Standesbeamte waren alle sehr zufrieden. Wahrscheinlich auch wegen der guten Zusammenarbeit mit der HVG. Dort auch nochmal ein großer Dank. Feuerwehr, da wollte ich jetzt den Aufruf machen, den ich schon einmal gemacht habe. Können wir also gleich zum Hochbau weitergehen. Die Kita Regenbogen ist durchsaniert. Ich habe mir das Objekt mittlerweile zweimal anschauen können. Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Auch die Kita Ententeich, da geht es voran. Die Salek hat die europaweite Ausschreibung vorbereitet. Vor zwei Wochen haben uns die Ausschreibungsunterlagen erreicht. Und Ziel ist es weiterhin mit den geplanten Arbeiten am Gebäude noch in diesem Jahr zu beginnen beim Ententeich. Und dann hat vielleicht der ein oder andere auch mitbekommen, das Thema Photovoltaik in Halberstadt langsam, aber stetig vorangeht. Für die ersten vier städtischen Gebäude sind jetzt die Verträge mit den Stadtwerken unterschrieben, dass dort Solar draufkommt. Die Stadtwerke schreiben gerade die PV-Module aus und auch hier ist der Plan, noch in diesem Jahr die Module zu installieren.
Jetzt ein ernstes Thema, Thema Tiefbau. Ich habe ja, wir hatten ja dankenswerterweise die Anfrage bezüglich unserer Corona-Mittel. Da habe ich ja schon mal angedeutet, dass es investiv sehr, sehr dunkel wird. Also ich bin eigentlich nicht der, der im, ist ihm bestimmt schon aufgefallen, dass ich im Verwaltungsbericht nicht unbedingt die Sachen erzähle, die man nicht so unbedingt hören will, aber an dieser Stelle muss ich das einfach machen, weil die Situation wirklich ernst ist. Und wir müssen uns darüber gewahr sein, weil das am Ende auch bedeutet, dass wir wahrscheinlich noch öfter in die Verlegenheit geraten, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Thema Rudolf-Diesel-Straße. Die Baumaßnahme ist ja mittlerweile in Bearbeitung. Derzeit werden ja im ersten Teil Bauabschnitt beginnt am Knoten E-Center die Kabel für die Elektroversorgung, die Straßenbeleuchtung und die Wasserleitungen verlegt. Ich muss allerdings sagen, die Kosten laufen bei dieser Maßnahme völlig aus dem Ruder. Und das liegt nicht an der Stadt, sondern das liegt schlicht und ergreifend an der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Warum, brauche ich nicht zu begründen, das kennen Sie alle. Aber wir rechnen momentan mit Mehrkosten für die Gesamtmaßnahme von ca. 1 Million Euro. Wir versuchen dagegen zu steuern, indem wir die geringen Fördermittel, die wir für den Radweg bekommen, nochmal versuchen, um 100.000 Euro aufzustocken. Die 1 Million ist auch nicht in Stein gegossen. Ich hoffe, dass es noch weniger wird, aber ich sage lieber 1 Million und freue mich dann, wenn es 800.000 wären, als wenn ich jetzt sage, 500.000 und am Ende treffen wir uns doch bei 1 Million. Das ist für unseren Investitionshaushalt eine riesengroße Herausforderung, insbesondere in Anbetracht der anderen Projekte, die wir alle noch laufen haben. Das mit den Radwege-Fördermitteln, das sollte gut klappen. Das ist uns beim Sargstädter Weg auch gelungen, da die Fördermittel noch einmal zu erhöhen. Aber, und das sage ich jetzt offen und ehrlich, wir sind momentan so weit, dass wir sogar überlegen, den zweiten Bauabschnitt in der Dieselstraße erst gar nicht zu beginnen. Ob das überhaupt noch technisch möglich ist, wenn jetzt die Stadtwerke und alle schon angefangen haben, was zu verlegen, das müssen wir alles noch mal klären. Ich will auch nicht ausschließen, dass wir es trotzdem alles gewuppt bekommen, aber weil gerade Finanzen mir auch so ein wichtiges Thema sind, möchte ich, dass Sie auch darüber alle informiert sind. Das sieht düster aus. Ja, und die Preissteigerungen sind unverschämt. Ja, das heißt nicht, dass die Unternehmen unverschämt sind, die müssen auch vernünftig kalkulieren, das soll man bitte nicht falsch verstehen, aber das ist finster gerade, insbesondere im Bereich Tiefbau, das wird nicht leicht. Aber wir haben auch schöne Sachen in Halberstadt, kommen wir zum Kulturbüro, Sommerhöfe 22, ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, ich habe einen kurzen Rundgang gemacht am 18. Juni, 18 Höfe, die waren alle sehr gut besucht. Ein ganz, ganz großes Dankeschön von meiner Seite natürlich an die Organisatoren, an alle beteiligten Hofbetreiber, sowie natürlich auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer auf den Höfen im Hintergrund. Alle haben dazu beigetragen, dass es wieder mal das war, was es sein soll, eine Kulturnacht von Halberstädtern für Halberstädter. Ich habe, als ich so darüber wandelte, noch eine kleine Idee entwickelt. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich hätte gerne, dass zum nächsten Jahr sämtliche Gastronomen und auch sämtliche Geschäfte im Umkreis der Höfe aufhaben. Ich glaube, das würde noch mal mehr Leben in unsere Altstadt bringen. Ich hoffe, dass die Geschäftsinhaber mitziehen und auch mit dabei sind. Ton am Dom hatten wir gerade erst, jetzt zum 12. Mal in Halberstadt. Ich denke, auch ein großer Erfolg bei schönem Wetter. Auch hier gilt der Dank den Sponsoren, ohne die dieses Fest nicht möglich gewesen wäre. Thema Kultureinrichtungen, städtisches Museum. Das Museum arbeitet öfter auch mal abseits ihrer eigenen Räumlichkeiten und dieses Mal arbeitet es zusammen mit unseren Stadtwerken, denn die Stadtwerke feiern ja mit einem Jahr Verspätung zwar, aber ihr 30-jähriges Geburtstag. Und im Rahmen des Jubiläumsjahres wurde am 24. Juni in der Rotunde auf dem Gelände der Halberstadtwerke eine ganz besondere Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel Halberstadt im Wandel wird eine ungewöhnliche fotografische Reise unternommen. Der Hallenser Fotograf Thorsten Millack vereint in seinen künstlerischen Fotos Historie und Gegenwart. Ich war da, ich habe es mir angeschaut. Einige von Ihnen waren ja auch schon da am 24. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt, dass diese Ausstellung eröffnet Perspektiven, die auf der einen Seite nicht mehr da sind, weil sie leider zerstört wurden, auf der anderen Seite aber doch wieder irgendwie existent. Man muss es sich anschauen, man kann es nicht wirklich gut beschreiben. Und die Grundlage für diese künstlerischen Arbeiten waren
historische Glasfotoplatten aus den Sammlungen des Städtischen Museums und auch die gesamten Begleittexte und die Begleitbroschüre dazu, alles was da drin steht, stammt auch von unserem Museum. Das war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Vielen Dank von meiner Seite da auch ans Museumsteam. Stadtmarketing, wir hatten das Harzer Landwirtschaftsfest zu Gast in Halberstadt vom 25. bis 26. Juni. Das waren so irgendwie die heißesten Tage, die ich in meinem Leben erlebt habe. Tropische Temperaturen in Halberstadt, um die 30 Grad. Trotzdem waren 5000 Leute unterwegs auf dem Reitplatz oben in den Spiegelsbergen. Und die AMG, die das Ganze ja organisiert hat, war sehr zufrieden. Radio SAW hat das Programm gemacht und was ausgestellt wurde, konnte sich, denke ich, auch sehen lassen. Es gab, wenn das jemand mitbekommen hat, auch die ein oder andere Anlaufschwierigkeit, die nicht der Stadt in die Schuhe geschoben werden darf. Das möchte ich ganz klar sagen. Aber am Ende gut, alles gut. Ich denke, das Fest ist gut verlaufen. Die AMG bzw. das Land Sachsen-Anhalt hat gesagt, sie kommen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder, sodass wir auch im nächsten Jahr das Harzer Landwirtschaftsfest in Halberstadt ausrichten werden. Ansonsten finden Sie in Ihren Unterlagen ja auch die gesammelten Veranstaltungstermine. Und ich muss sagen, kurz gesagt, in Halberstadt ist recht viel los. Kommen wir zu den städtischen Gesellschaften. Zum Thema recht viel los. Die NOSA, die ja auch unseren Kulturbahnhof betreibt, zeigt zurzeit geschmiedete Handwerkskunst. Dankenswerterweise aus der Gemeinde Ypsitz, die Partnergemeinde des Ortsteils Langensteins ist. Und man muss sagen, wenn man so als Außenstehender dazukommt, also die Ypsitzer und die Langensteiner, das passt hervorragend zusammen. Es gibt ja da so diesen Spruch mit dem auf dem Eimer, die haben sich gefunden, das passt sehr gut. Ich bin sehr froh, lieber Holger, dass ihr so eine schöne Kooperation habt. Und dort werden 400 Schätze sozusagen, darunter das schmiedeeiserne Kissen bis hin zum schmiedeeisernen Kolibri wird ausgestellt, ist sehr, sehr sehenswert. Die NOSA plant auch die Errichtung eines hochwertig ausgestatteten Reisemobilstellplatzes direkt angrenzend an die Freizeitanlage FSZ. Also wer die alte Gaststätte am Stadion kennt, die ist ja mittlerweile weg. Da kommen 6 Plätze für Reisemobilisten hin, die dann die Möglichkeit erhalten, die Annehmlichkeiten rings um unser FSZ gleich noch vernünftig mit zu nutzen. Abschließen möchte ich mit unserer Verkehrsgesellschaft und schon mal einem kleinen Hinweis auf das nächste Jahr. Am 2. Mai 1903 verkehrte die erste elektrische Straßenbahn in Halberstadt. Wer jetzt schnell mitgerechnet hat, weiß, dass nach 120 Jahren das Jahr 2023 erreicht ist. Und am 3. Juni 2023 gibt es eine große Jubiläumsveranstaltung zu 120 Jahre elektrische Straßenbahn in Halberstadt. Freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich immer mit etwas Positivem schließe, schließe ich heute damit. Für Fragen stehe ich wie gewohnt zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für den Bericht aus der Arbeit der Verwaltung. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 8, Anfragen und Anregungen der Stadträte. Ja, bitte, Herr Herrmann. Ja, Herr Präsident, eigentlich eine Frage, die in den Ausschuss gehört, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe das einfach vergessen in den Ausschüssen, als ich dort war. Es geht mir um unser Riesenweinfass oben im Schlösschen. Da gab es ja, glaube ich, zum Anfang Mai jetzt einen Eigentümerwechsel und mich haben besorgte Bürgerinnen und Bürger angesprochen, die meinten, gehört zu haben, dass in diesem Riesenweinfass drinne unter dem alten Pächter Lagerfeuer stattgefunden haben. Und da dieses Riesenweinfass ja der Stadt Halberstadt gehört und etwas ganz Besonderes auch für unsere Stadt darstellt, meine Frage mal an die Verwaltung, ob es darüber Kenntnis gibt und wenn es die nicht gibt, ob man das eventuell zeitnah mal prüfen könnte. Und falls das wirklich so sein sollte, dass man an die bisherigen Besitzer, Pächter, auch dementsprechend herantritt und da Schadensersatzansprüche geltend macht. Herr Oberbürgermeister. Also ich bin schockiert. Ich hoffe, dass das wirklich nur ein Gerücht ist. Ich habe das noch nicht gehört. Wir werden dem aber natürlich auf den Grund gehen und dann dementsprechend auch Maßnahmen einleiten, sollte das tatsächlich so gewesen sein.
Herr Müller, bitte. Ja, schönen Dank, Herr Stadtratspräsident. Ich möchte noch mal ein paar Worte sagen zur Fassadensanierung Kleine Straße 60 in Aspenstedt. Die Entscheidung im Stadtentwicklungsausschuss kann ich nicht nachvollziehen. Seit 10 Jahren kämpfe ich damit, dass an der Nordseite etwas passiert. Es wurde aus verschiedenen Gründen immer wieder abgelehnt. Was zur Folge hatte, dass vor circa 5 Jahren eine Gefahr-in-Verzug-Maßnahme mit Siebdruckplatten durchgeführt werden musste. Hätte man wie geplant die Sanierung 6 Monate vorher durchgeführt, würde jetzt alles auf der Nordseite okay sein und man hätte sich danach um die Südseite kümmern können und Geld gespart. Im Haus wohnen 2 Mietparteien, was auch für den Grund, das Gebäude zu halten, ein Kriterium ist. Ein Verkauf des Wohnhauses auf diesen 2-Seiten-Hof darf nicht passieren. Wer sich die Unterlagen von dieser Woche angesehen hat, weiß nun, dass das Sportzentrum, das Wohnhaus mit Heizung und Wasser sowie Strom zusammenhängt. Und des Weiteren gehört der Bauhof und die Aktivitätenscheune zu diesem Dorfmittelpunkt. Sich um Erhalt des Objektes zu bemühen, sollte das Ziel sein. Ich beantrage hiermit eine Sondersitzung für den Stadtentwicklungsausschuss vor Ort mit der Beschlussvorlage 440 als Tagesordnungspunkt. Wir können das nicht auf den normalen Rhythmus schieben, uns läuft die Zeit weg. Es ist bald Winter und es muss was passieren. Schönen Dank. Danke, Herr Müller. Wir werden den Antrag auf eine Sondersitzung nehmen wir zunächst einmal zur Kenntnis und es wird dann Aufgabe des Stadtentwicklungsausschusses sein, die entsprechenden Regelungen dafür zu treffen. Dankeschön. Herr Disse, bitte. Ich habe eine Frage in Richtung Ampelanlage. Im Grudenberg steht so eine wunderschöne Ampelanlage in Höhe des Katzenplans. Die eine Ampel und die andere Ampel sind 10 Meter voneinander entfernt. Dazwischen ist keine Baustelle zu erkennen. Gefühlt stehe ich 1,5 Minuten, bis es umschaltet. Wofür gibt es die? Ist das eine Teststrecke für irgendwelche mobilen Ampelanlagen? Bitte? 4 Ampeln stehen da. Also da würde ich ganz gerne mal wissen, wie der Stand, warum, wieso, weshalb. Zweitens hatte ich noch eine Frage in Richtung Ukraine. Wir hatten da jetzt kein Thema auf Ihrem Bericht. Gibt es immer noch dieses Engagement in der Bevölkerung und vor allen Dingen, wie sieht es finanziell aus? Was belastet damit unser Städte, Haushaltsstadt? Und drittens, die Frau Fiedler hatte das schon angesprochen, habe vergessen beim letzten Sitzung zu fragen, wann geht es denn los mit dem Abriss, wenn schon alles dasteht? Denn das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung, dass wir jetzt auch noch Zinsen zahlen und vielleicht gibt es da mal eine Antwort. Herr Zarata, bitte. Ich möchte zum letzten Stellung nehmen, zum Clubhaus. Wir haben in der ersten Augustwoche den Notartermin, wo sozusagen die Verkäufe, die wir ja hier im Rat gemeinschaftlich beschlossen haben, wo die Verkäufe notariell beglaubigt werden. Und danach wird es dann losgehen mit dem Abriss. Also ich spekuliere noch auf dieses Jahr, das wäre zumindest mein Wunsch. Wir hatten ja ursprünglich mal den Plan, dass bis 30.06. der Abriss begonnen werden soll. Das ist schon deswegen obsolet, da die Grundstücke bisher nicht getauscht, verkauft wurden. Aber wir sind jetzt so weit, dass wir in der ersten Augustwoche diesen Grundstücksverkauf realisieren werden und dann gehe ich fest davon aus, dass es zeitnah auch losgeht. Zu den Ampeln kann wahrscheinlich Herr Klaus was sagen. Ja, das stimmt und wahrscheinlich auch viele andere, die auf den Domplatz fahren über die Zuwegung Drachenloch. Wir haben ja die große Baumaßnahme der Halberstadtwerke auf dem Domplatz, sprich die Verlegung der Fernwärmeleitungen. Und dadurch bedingt ist die übliche Zufahrt unter den Zwicken auf das ganze Areal des Domplatzes nicht möglich. Also wird fast alles
abgewickelt über die Zufahrt Drachenloch. Das ist so schmal, dass sich dort keine Autos begegnen können. Deswegen, es sind nicht nur diese beiden Ampeln, die Sie sehen, sondern noch eine dritte, dann etwa auf Höhe des Kreuzganges, und die drei sind aufeinander abgestimmt, sodass eben ohne, dass man sich stört und sich begegnet, da der Fahrzeugverkehr halbwegs geregelt stattfinden kann. Bringt mit sich, dass man da ja, relativ lange steht, geht aber technisch nicht anders. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte, Frau Weiß. Achso, oh, Entschuldigung, die, zur Ukraine noch, ja. Ja, es war noch eine Frage zum Thema Ukraine bzw. Auswirkungen jetzt in Halberstadt. Wir hatten, ich glaube, im letzten Stadtrat ja berichtet, dass wir als Stadt, wie alle anderen Kommunen im Harzkreis auch, entsprechende Wohnungen für die Flüchtlinge organisieren, diese auch ausstatten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Das hat sich insofern geändert, als dass wir uns der Hilfe eines Unternehmens aus der Weiterbildung bedienen können, die also die Aufgabe Ausstattung der Flüchtlingswohnungen für uns als Stadt übernehmen. Wir sind also mit Stadtmitarbeitern nicht mehr unmittelbar involviert. Das Unternehmen macht das für uns. Finanzielle Auswirkungen, also Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Halberstadt, hat es nicht. Denn für die Bereitstellung und Ausstattung der Wohnungen ist der Landkreis zuständig. Das heißt also, die finanziellen Mittel, die benötigt werden, bekommen wir auch vom Landkreis erstattet. Das läuft also sehr gut. Gut, vielen Dank, Herr Günther. Frau Weiß, bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Zarata zum Verwaltungsbericht. Da steht etwas drin, dass die Stadt Fahrradleasing anbietet. Was heißt das zu Deutsch? Welche Vorteile sind das für den Beschäftigten? Oder welche Nachteile sind das für die Stadt? Was kostet das der Stadt? Dann schreiben Sie in dem auf Seite 11 mit dem Netzwerk, da die Städte Wolfenbüttel, Weimar, weiß ich nicht, die Stadt Halberstadt gehört jedenfalls auch dazu. Nach 2 Jahren hat dort wieder eine Zusammenkunft stattgefunden. Dort war die Frau Dr. Salomon und Herr Jühling. Ich frage mich eigentlich, Frau Dr. Salomon stand zu dem Zeitpunkt auch schon fest, dass sie zum 1. Juli hier gekündigt hat. Wieso wurde da keine andere Person hingeschickt? Sie sprachen weiter davon, dass 4 Gebäude nun endlich Photovoltaik raufkommt auf städtische Gebäude. Welche Gebäude sind das und rechnet sich das? Es muss sich ja auch unterm Strich rechnen. Ansonsten braucht man solche Dinge da nicht auf das Dach raufbringen. Danke. Herr Oberbürgermeister. Ja, zum Thema Fahrradleasing vielleicht ein paar Worte nur. Also das ist tarifrechtlich sauber geregelt zwischen den Tarifparteien. Ihr letzter Ansatz, was kostet das der Stadt? Das kostet der Stadt als Arbeitgeber keinen Cent. Die Kosten liegen ausschließlich beim Mitarbeiter. Also alle Kostenbestandteile, also die Leasingrate über die 3 Jahre, Vertrag über 3 Jahre, der Mitarbeiter zahlt eine monatliche Rate, und in der Leasingrate enthalten sind auch Versicherungen und Servicegebühren. Wie gesagt, liegt alles beim Mitarbeiter. Wir haben noch Fragen? Nö, danke. Ja. Ich habe damit nichts anzufangen. Ja, nee, ist gut. Der Mitarbeiter zahlt auf Deutsch gesagt sein relativ teures E-Bike in Raten. Wenn er es am Ende mit zu einem gewissen Restwert nach 3 Jahren, könnte er es ablösen und ist dann im Endeffekt Privatbesitzer, solange ist es ein sogenanntes Jobbike. Kann ich mal nachfragen? Ja, bitte. Ja, ich hatte letzte Woche vor 14 Tagen Zusammenkunft auf Landesebene. Ich selber war fast schockiert. Ne? Die Tarifparteien haben sich da über mehrere Jahre hin schwer getan, das zu vereinbaren, und haben sie es vereinbart. Und wir sind eine der wenigen Städte in Sachsen-Anhalt, die das überhaupt in der Praxis umsetzen. Warum? Weil nur bei uns mit 500 Mitarbeitern, ich glaube es sind 9 zurzeit, die den Vertrag gemacht haben, da ahnen sie schon, was in Kommunen passiert, wo weniger Mitarbeiter sind. Und die meisten Kommunen in Sachsen-Anhalt sind kleiner als wir. Die haben also 1, 2, 3 Interessenten, die das ernsthaft wollen, und die nehmen dann davon Abstand. Ja, also die Inanspruchnahme ist maßvoll. Hintergrund, das liegt mir am Herzen zu sagen, ist, das ist auch nicht der Tarifrenner geworden. Kaufmännisch gesehen ist das für die Mitarbeiter nicht so lukrativ. Ne? Deshalb auch die Verhaltenheit der Kollegen.
Zweite Frage nach der Lessingstätten, warum Frau Salomo und nicht noch jemand anders mitgefahren ist. Ja, kann ich gern beantworten. Das Treffen hat ja jetzt nach Corona das erste Mal wieder stattgefunden. Und zu dem Zeitpunkt, als das Treffen stattfand, war ich terminlich verhindert. Deshalb ist Frau Salomo als Vertreterin der Stadt hingefahren. Und das ist der einzige Grund. Ja. 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 Bitte schön, Herr Oberbürgermeister. Frau Weiß, ich bin ja erstmal schockiert. Wir kennen uns so lange und Sie denken ernsthaft, ich mache Solar auf Dächer, wenn es sich für die Stadt Halberstadt nicht rechnen würde. Das schockiert mich. Also es ist nicht so, als ob wir damit Millionen verdienen würden, aber wir haben natürlich Verträge mit den Stadtwerken, sodass sich das am Ende für die Stadt Halberstadt rechnet. Das ist absolut unstrittig. Unter anderem wird, ich muss mal überlegen, die vier Gebäude zusammenzukriegen, vielleicht kann Herr Klaus auch nochmal unterstützen, die Spiegelschule in Emersleben auf dem Dorfgemeinschaftshaus, ich meine auf unserer Feuerwehr und was war das dritte, das vierte? Und die Anne-Frank-Schule, ja, das kann sein. Das waren die vier Objekte, auf denen jetzt erstmal sozusagen das Ganze durchexerziert wird. Danke. Gibt es weitere Anfragen? Ja, bitteschön. Ich habe mal kurz eine Frage. Ich musste feststellen, dass die Stadt Halberstadt keinen Stadtjäger mehr hat. Ist das beabsichtigt? Aus meiner Sicht wäre es dringend vonnöten, weil wir sehr viele Touristen in der Stadt Halberstadt haben, die hier nicht zu suchen haben. Sie sehen niedlich aus, aber richten sehr, sehr viel Schaden an, wie man sieht. Danke. Danke, Frau Jerke. Wer kann was zum Stadtjäger sagen? Ich hoffe, Sie wissen nicht mehr als ich, aber wir haben einen Stadtjäger, nämlich den Leiter des Tiergartens beziehungsweise der Halberstädter Berge, der unser Stadtjäger ist. Also jeder, der Feststellungen macht, kann sich natürlich an Herrn Neubert wenden. Ich denke, er wird dann auch beratend und gegebenenfalls aktiv zum Einsatz kommen. Also Hinweise bitte auf Feststellungen an Herrn Neubert. Ich habe mit Herrn Neubert persönlich gesprochen. Er erwartet seit einem Vierteljahr auf Verlängerung seiner Genehmigung, Konzession oder wie das Ding heißt. Okay, also die Genehmigung erteilen nicht wir, sondern der Landkreis. Ja. Gut, aber ich denke mal, die Verwaltung nimmt die Anregung auf, denn das ist eine wichtige Institution, die auch von den Bürgern nachgefragt wird. Gut, Dankeschön. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 8, Anfragen und Anregungen der Stadträte. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9, Antrag 43, Wechsel der Kita Pusteblume in Atenstedt in die Trägerschaft des Cäcilienstifts Halberstadt. Wir hatten diesen Antrag das erste Mal am 01.06.2021 zur Beratung. Er ist jetzt wiedergestellt worden und Herr Bartel hat gebeten, dass er dazu noch mal einige Worte sagen kann. Einige Worte sagen kann und uns vielleicht neuere Erkenntnisse oder neuere Dinge zu Gehör bringen kann und vor allen Dingen auch mal aus seiner Sicht auf die wichtigen Punkte hinweisen wird. Ich habe ihm dazu etwas mehr Redezeit eingeräumt. Bitte schön, Herr Bartel. Es leuchtet nicht. Ja. Okay. Vielen Dank, Herr Stadtratspräsident, Herr Obermeister, werte Stadträtinnen und Stadträte. Vielleicht erst eine kleine Berichtigung. Der Antrag des Ortschaftsrates Atenstedt war vom 01.06.2021. Der Stadtrat hat am 15.07.2021, also am nächsten Freitag vor einem Jahr, das erste Mal darüber befunden. Und wie das Leben so spielt, waren damals 32 Stadträte plus Obermeister anwesend, heute genauso viel. Das nur als kleine Statistik.
Ich denke, es ist unbestritten, dass wir ein gutes zukunftsfähiges Konzept haben mit einem Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Harz. Wenn man mal Radesleben bei Ballenstedt weglässt, die auch ein ähnliches Konzept fahren. Ich will noch mal 4-5 Punkte aufwerfen, die ich auch schon zum Teil gehabt habe. Herr Dr. Bürger, ich bedanke mich dafür, dass ich länger als 3 Minuten hier reden darf. Doch mal, habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Also, es ist so, wir haben ja im Dezember 2019 ist die Kita von einem Tag auf den nächsten geschlossen worden, vorübergehend. Und dann hat man den Ortschaftsrat und den Ortsbürgermeister strampeln lassen und sich bemühen lassen, um ein neues Konzept, einen neuen Träger zu finden, damit die Kita wieder aufmachen kann. Im Zeitraum Dezember 2019 bis einschließlich 2. Januar 2020 hat keine OB-Dienstberatung zu dem Thema stattgefunden. Gleichwohl hat die Verwaltung, ohne den Ortschaftsrat und den Ortsbürgermeister zu kontaktieren, die Kita aus der Bedarfsplanung beim Landkreis rausgenommen. Das ist aus meiner Sicht ein eklatanter Verstoß gegen den Gebietsveränderungsvertrag Anlage 2, Protokollnotizenpunkt 2, wo ganz klar geregelt ist, dass in solch einem Fall auf jeden Fall mit dem Ortschaftsrat und dem Ortsbürgermeister Einvernehmen herzustellen ist. Wenn ich nochmal auf das Programm zurückkommen will, also will ich eigentlich nicht, Sie können das alles lesen, das haben Sie auch alles vorliegen und ich möchte Sie auch nicht um Ihre wertvolle Zeit bringen hier. Ich will noch erwähnen, die Baukosten, die plötzlich festgestellt wurden, dass in der Kita Sanierungsbedarf ist, obwohl vorher nie davon die Rede war in den 11 Jahren davor, hätte der Cäcilienstift übernommen, wenn es denn dazu kommt und ich hoffe, dass es immer noch dazu kommt. Langfristige Prognosen aufzustellen, ist wie der Blick in die Glaskugel. Ich denke, das macht keinen Sinn. Es werden ja in der nächsten Zeit in der Stadt auch Plätze vom Netz genommen. Die Kita Sonnenschein Halberstadt hat die Stadt jetzt schon gemacht, auf, denke ich mal, fast auf unsere Anregung hin, dass man von 120 auf 80 Plätze zurückgegangen ist, neuerdings. Dazu kommt, dass Kinderland und Sputnik mit insgesamt 210 Plätzen ebenfalls vom Netz gehen sollen demnächst. Und mir bleibt eigentlich nur hier noch einmal an Sie zu appellieren, im Namen der Bürger Attenstedts, im Namen des Ortschaftsrates, in meinem persönlichen Namen, geben Sie dem Ortsteil Attenstedt eine Perspektive und stimmen Sie dafür, dass wir weiterhin eine Kita für unsere kleinsten Bürger haben können. In der Volksstimme stand vorgestern so schön drin, das nimmt man ja sonst immer gerne für die Grundschulen an, aber kurze Wege für kurze Beine. Und ich denke auch im Hinblick auf einen ökologischen Fußabdruck für die Zukunft, wenn Elternpaare gezwungen sind, mit zwei Autos denken zu müssen, weil sie die Kinder abwechselnd mit Arbeit und sonst was in einen Nachbarort bringen müssen, in eine Kita, dann ist das bestimmt nicht im Sinne des Erfinders. Und vorletzter Satz noch von mir. Im Frühjahr 2022 gab es in Attenstedt 18 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Also es ist nicht die Situation, die wir vor 3 Jahren hatten oder vor 2,5 Jahren. Und da auch Zweifel waren, ob denn überhaupt es möglich ist, in so einem kleinen Ort einen Förderverein für eine Kita zu gründen. Natürlich ist das möglich. In Attenstedt kann man alles schaffen, wenn man das will. Und wir schaffen das auch alle. Und der Ortschaftsrat hat schon beschlossen, wenn es denn soweit kommt, dem Förderverein mit den 1.000 Euro, die wir jedes Jahr als Ortsteil von Nosa und der Stadt bekommen, dem Förderverein im Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen, damit er anfangen kann zu arbeiten. Ich bitte um Ihre Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bartel, für Ihr Plädoyer für die Pusteblume in Attenstedt. Gibt es Wortmeldungen dazu? Ja, bitte, Herr Schmidt. Herr Bartelt hat aus meiner Sicht das schon sehr treffend und sehr strukturiert entsprechend vorgetragen. Und die Argumente sind ja auch wirklich lange diskutiert worden. Wir beschäftigen uns mit dem Thema seit einem Jahr, es ist also jedem bekannt. Und ich möchte nochmal aus unserer Sicht sagen, wie soll denn der Zielstand sein? Wofür setzen wir uns ein und was sollte auch für uns die Grundlage sein? Die Kita wurde vorübergehend geschlossen, so war es. Und für uns ist das der politische Ansatz, der politische Gestaltungswille,
eine Kita, nicht nur in der Kernstadt, sondern in jedem Ortsteil der Stadt Halberstadt. Dafür wärmen wir und dafür wollen wir uns auch weiter einsetzen. Dadurch, dass wir uns mit diesem Thema schon seit einem Jahr beschäftigen, halte ich es nochmal besonders für wichtig, zu schauen, was gab es noch für Entwicklungen in diesem Jahr. Und da gab es eigentlich für unsere Region sehr, sehr positive Entwicklungen, die wir auch zur Kenntnis nehmen müssen in unserer Entscheidungsfindung. Das ist einmal der sehr positive Beschluss im Raum Magdeburg mit der Intel-Ansiedlung. Und jetzt nehme ich den Verwaltungsbericht von Herrn Oberbürgermeister. Sie sprachen von 11 Projekten für Wirtschaftsansiedlungen, vielleicht im Raum Halberstadt. Und das möchte ich außerdem sehr positiv unterstreichen, wie Sie sich mit Herrn Rimpler gemeinsam dort einbringen und einsetzen. Und ich finde, wir sollten auch positiv in die Zukunft schauen. Vielleicht gelingt es ja tatsächlich nicht nur in den Wirkungen von Intel, sondern auch darüber hinaus Ansiedlungen in unserer Region zu realisieren. Und dann wäre es doch fatal, jetzt uns gerade gegen einen Ortsteil, gegen eine Kita in einem Ortsteil zu entscheiden. Und ich könnte jetzt aus Ihrem Bericht noch weiter zitieren, ne? Gewerbesteuer, Gewerbeanmeldungen, Einwohner plus, die Indizien sind nicht schlecht. Und ich würde es einfach schade finden, wenn wir jetzt einen Ortsteil einfach abhängen, auf der Strecke lassen, wo die Chance da ist, wo der Ortschaftsrat und der gesamte Ort so dahinter steht, sich so eingebracht hat und die Chancen einfach da sind, wirklich da gleiche Chancen in jedem Ortsteil zu haben. Und daher werbe ich nochmal dafür, appelliere an alle, wirklich diesem Antrag des Ortschaftsrates entsprechend zu unterstützen. Vielen Dank. Danke, Herr Schmidt. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe Herr Oberbürgermeister, bitte. Erstmal danke für das Lob. Aber da muss ich muss natürlich eine Gegenrede halten, weil ganz so einfach ist es auch nicht. Also ich will mal feststellen, die Kinder aus Atemstedt gehen jetzt schon eine ganze Weile nach Aspenstedt. Ehrlicherweise, ich höre keine Beschwerden aus Aspenstedt darüber, dass es den Kindern da irgendwie nicht gut geht. Und wir dürfen ja auch feststellen, dass die Entfernung nicht mal 3 Kilometer von dem einen Ort zum anderen und auch von der einen Kita zur anderen Kita sind. Von den Investitionen, die hoffentlich kommen, haben wir noch nicht eine im Sack. Wir fassen heute noch einen Beschluss zum Verkauf eines Grundstückes, zum Ankauf eines Grundstückes. Da steht drin, wir kaufen das Grundstück nur dann an, wenn wir auf der anderen Seite im Industriegebiet noch andere Grundstücke verkaufen. Und warum steht das da drin? Das steht schlicht und ergreifend da drin, weil wir das Geld, um dieses Grundstück anzukaufen, momentan nicht haben. Das heißt, wir können das nur ankaufen, wenn wir auf der anderen Seite andere Grundstücke verkaufen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass es uns finanziell immer noch richtig schlecht geht. Und das ist auch der Grund, warum ich, auch wenn jetzt in der Zeitung drin, wurde ja quasi zum Rechtsbruch im Kommentar aufgerufen, hatte ich zumindest den Eindruck, wenn da drin stand, naja, dann muss man eben dem Recht nicht folgen. Aber kann ich beim besten Willen nicht machen. Ich werde, egal wie wenn der Beschluss wieder für die Kita Atemstedt ausgeht, werde ich wieder Widerspruch dagegen einlegen, weil ich Widerspruch dagegen einlegen muss, nicht weil ich unbedingt Widerspruch dagegen einlegen will, denn ich kann die Argumente der Atemstädter durchaus alle verstehen. Aber ich handle rechtswidrig, wenn ich das nicht mache. Und ich handle deswegen rechtswidrig, weil wir immer noch eine Kommune in der Haushaltskonsolidierung sind, weil wir auch bei positiven Prognosen immer noch über 200 Plätze zu viel frei haben und damit jeder weitere Platz, den wir finanzieren, eine freiwillige Leistung ist. Wir können uns so schon kaum unsere freiwilligen Dinge leisten. Ich sage nochmal, wir streiten nicht, wir betteln die Eltern quasi förmlich an, wenn mal ein Raum in irgendeiner Kita saniert werden muss, den Eimer Farbe selber zu kaufen, weil wir das Geld dafür nicht haben. Auf der anderen Seite sagen wir aber, wir machen 20 oder 25 Plätze in einem Ortsteil auf und jetzt schon wissen, dass es uns wieder Geld kostet und deutlich mehr Geld als ein Eimer Farbe. Und das ist einfach am Ende ein Missverhältnis. Und deswegen werde ich erstens Widerspruch einlegen und zweitens kann ich alle Argumente gut verstehen, aber ich will nicht es so dastehen lassen, als gäbe es keine sehr, sehr vernünftigen Argumente, die auch dagegen sprechen. Und am Ende verwalten wir hier das Geld der Bürger und damit haben wir vernünftig umzugehen. Und das wäre, es ist einfach nicht erlaubt. Wir dürfen es nicht. Es geht uns einfach nicht gut genug dafür, um diese
freiwillige Aufgabe nochmal zusätzlich auf uns zu nehmen. Und ich weiß, gleich wird wieder irgendeiner aufstehen und sagen, Kinderbetreuung ist keine freiwillige Aufgabe. Das stimmt, Kinderbetreuung ist keine freiwillige Aufgabe, aber mehr Plätze vorzuhalten, als man braucht, das ist dann freiwillig. Und das können wir uns momentan immer noch nicht leisten. Dankeschön, Herr Müller und dann Herr Bartel nochmal. Ja, Herr Präsident, herzlichen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Das Thema greift mich sowohl als Ortsbürgermeister wie auch als Stadtrat an. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und ich habe auch noch ein bisschen recherchiert, quasi Faktencheck gemacht und habe das alles mal zusammengesammelt. Ich lese es einfach vor, weil ich auch keine falsche Formulierung wählen möchte. Gemäß § 10 Absatz 1 KIföG LSA ist die Stadt Halberstadt verantwortlich für, Zitat, die Vorhaltung einer an den Bedürfnissen von Familien und Kindern orientierten, konzeptionell vielfältigen, leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen Struktur von Tageseinrichtungen. Sie hat eine Bedarfsplanung gemäß § 80 Absatz 1 Nummer 2 und 3 SGB 8 aufzustellen. Mit den kreisangehörigen Gemeinden, Verbandsgemeinden, den Trägern der freien Jugendhilfe und dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe, das wäre hier der Landkreis Harz, ist in allen Phasen der Bedarfsplanung das Benehmen herzustellen. Gemäß § 10 Absatz 2 KIföG LSA hat die Stadt Halberstadt sicherzustellen, dass bei der Bedarfsplanung eine möglichst wohnortnahe Versorgung anzustreben ist. Der Bedarf ist dabei für jede einzelne Gemeinde und Verbandsgemeinde auszuweisen. Die Stadtverwaltung hat die Fraktion SPD Bündnis 90 Die Grünen auf Anfrage Zahlenmaterial zugearbeitet. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank an die Abteilung, Herr Kuschel. Und das ist natürlich jetzt so viel Zahlenmaterial, dass wir da jetzt noch keine abschließende Aussage treffen können. Das muss noch in Ruhe ausgewertet werden. Allerdings kann ich heute schon mal sagen, dass man sehr gut erkennen kann, dass die Pusteblume im Jahr 2018 eine Auslastung von 36% hatte, also anwesende Kinder gegenüber freie Plätze. Und im Jahr der Schließung 2019 waren es 46%, während alle anderen Einrichtungen in den Ortsteilen und der Kernstadt von 2018 bis 2022 mindestens 3/4 bzw. sogar mehr Auslastung aufweisen konnten. Insofern hatte die Verwaltung gemäß § 10 Absatz 1 KIföG LSA hier einen gesetzlichen Untersuchungsauftrag zur Untersuchung der Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit der Pusteblume, der sie nachgekommen ist. Meine Besuche in den Ortschaftsratssitzungen in Artenstedt und die Gespräche mit Ortsbürgermeister Ralf Bartel waren insofern nicht uninteressant, da ich die Hintergründe erfahren konnte, wie der Schließungsvorgang tatsächlich abgelaufen ist. Den gesetzlichen Vorgaben folgend hatte die Verwaltung sich in der Pflicht gesehen, nachdem es auch zu krankheitsbedingten Ausfällen in der Kinderbetreuung vor Ort gekommen war, zunächst die Betreuung der Kinder in Aspenstedt zu organisieren. So wurde es wohl auch mit dem Ortschaftsrat besprochen und so die Sicht des Ortschaftsrats in Aussicht gestellt, dass die Pusteblume den Betrieb danach dann wieder aufnehmen könnte. Ob die Verwaltung dies beabsichtigt hat oder nicht, ist insofern unerheblich, da die Verwaltung hier quasi im Rahmen von § 66 Absatz 1 KVG LSA ihr Handeln als Geschäft der laufenden Verwaltung interpretiert hat und die Pusteblume nicht mehr im Bedarfsplan des Landkreises gemäß § 10 Absatz 1 KIföG angemeldet bzw. als weiter erforderlich geführt hat. In den Ortschaftsratssitzungen Artenstedt wurden vom Oberbürgermeister die Handlungen der Verwaltung auch in diesem Sinne als rechtlich einwandfrei und wirtschaftlich notwendig vertreten. Ja? Und vor allem auch gemäß § 10 Absatz 2 KIFÖG damit begründet, dass eine wohnortnahe Betreuung, das hat er gerade eben auch nochmal vorgetragen, gewährleistet ist und die Wege zu benachbarten Einrichtungen ähnlich lang sind wie für einige Familien in der Kernstadt. Insofern könnte das Fazit gezogen werden, dass unsere Verwaltung auf der Grundlage geltenden Rechts korrekt gehandelt hat, sofern hier nur das KIFÖG LSA in Verbindung mit dem SGB 8 zu betrachten wären. Nach meinem Rechtsempfinden kann sich die Handlungsweise der Verwaltung aber nicht ausschließlich in diesen Gesetzen begründen. Vielmehr ist hier zu berücksichtigen, dass in den Jahren 2009, 2010 auf der Grundlage der Gemeindegebietsreform
von der Stadt Halberstadt mit den umliegenden Gemeinden Gebietsänderungsverträge eingegangen wurden, deren Rechtsgrundlage damals die Gemeindeordnung LSA bzw. danach das KVG LSA geworden sind. Gemäß § 84 Absatz 3 Nummer 1 KVG LSA hat der Ortschaftsrat auch Aufgaben. Herr Müller, ich musste vorhin Herrn Bartel darauf hinweisen, dass wir eigentlich eine Redelänge von 3 Minuten, ich sage auch mal 4 Minuten haben. Ich hatte Herrn Bartel dann eingeräumt, dass er länger sprechen kann. Er hat davon im Moment jedenfalls nicht den Gebrauch gemacht. Ich sehe, dass Sie uns hier 6 Seiten Ihrer Überlegungen zur Verfügung gestellt haben. Wenn ich das Zeitlimit sehe, was Sie bisher in Anspruch genommen haben, beabsichtigen Sie, noch weitere 10 Minuten zu reden. 10 Minuten. Wäre es möglich, dass Sie das vielleicht ein wenig kürzen? Das kann ich gerne tun. Vielen Dank. Letzten Endes kann das aber ja komplett zu Protokoll gegeben werden. Also ich verweise auf die Festsetzung im Kommunalverfassungsgesetz des Landes, wonach die Ortschaftsräte bei solchen Entscheidungen zu beteiligen, einzubeziehen sind. Und wenn ich Ralf Bartel und dem Ortschaftsrat glauben darf, das hat er eben hier auch nochmal vorgetragen, ist das hier nicht der Fall gewesen. Insofern ist das damalige Verhalten der Stadtverwaltung als rechtswidrig einzuordnen. Und wenn man den Gebietsänderungsvertrag sich anschaut, dann ist es auch irgendwo Tatbestand der Vertragsverletzung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Müller. Herr Bartel, Sie haben noch mal eine Wortmeldung gehabt. Und dann Herr Kuschel. Ja, Daniel, du warst 2-mal in Ortschaftsratssitzungen in Hattenstedt und du hast vorhin gesagt, dass es dir keinerlei Beschwerden von Eltern vorliegen. Das ist insofern sicherlich richtig, dass keine gravierenden Probleme bei der Unterbringung der Kinder in der Kita in Assenstedt vorliegen. Ist ja auch ein bewährtes Personal eigentlich da. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, damit das hier nicht falsch entsteht. Da oben sitzen ein paar Attenstädter, aber zur letzten Ortschaftsratssitzung war fast 10% der Bevölkerung im Saal. Und ich denke, die Redebeiträge, die waren nicht alle nur Hurra, Hurra, wir dürfen nach Assenstedt fahren. Also nur um das nochmal ganz klar zu sagen, es besteht der Wunsch in der Einwohnerschaft von Attenstedt, wieder im Ort die Kinder unterbringen und behütet untergebracht zu haben. Das möchte ich nochmal ganz klar hier sagen, damit das nicht irgendwo falsch ankommt. Es ist ja alles super. Das bitte ich auch zu Protokoll zu geben. Danke. Geht selbstverständlich Ihr Wortbeitrag ins Protokoll, Herr Bartel. Herr Kuschel, bitteschön. Ja, vielleicht nur ganz kurz bei aller Emotionalität, die Herr Bartel ja hier berechtigt auch vorträgt. Ich denke mal, so ein Thema ist, bewegt jeden Ortsteil und jedem Ortsteil seine Kita. Ich sage mal, ist ein Satz, den ich bisher auch mal gut fand und auch nach wie vor gut finde. Mir liegt es am Herzen, Herr Müller, hier was aufzuräumen, bei allem Respekt Ihrer Paragraphentreue. Aber ich denke mal, auch Herr Bartel erinnert sich daran, wie es 2019 war. Sie sind als der Ortschaftsrat, Sie als Stadträte wären zu beteiligen, wenn irgendeiner auf dieser Welt eine Kita schließen möchte oder eine Kita vorhat zu schließen. Das ist nicht erfolgt. 2019 haben die Eltern lediglich am Ende 2019 relativ überraschend für uns alle die Kinder nach Assenstedt umgemeldet. Die Kita war einfach leer und wir haben nur personalwirtschaftlich reagiert und haben im Prinzip das Restpersonal mit den Kindern dann rübergenommen nach Assenstedt. Mehr nicht. Die folgenden 2 Jahre, 20 und 21, in Abstimmung mit dem Jugendamt des Landkreises, hatte die Betriebserlaubnis Bestand. Wir hätten theoretisch jederzeit die Kita wieder ans Netz nehmen können. Die war nicht in Frage gestellt. Punkt. Und jetzt reden wir über einen Antrag des Ortschaftsrates, einem anderen Träger das zu übertragen. Und das ist jetzt Ratsthema, gar keine Frage. Es war nie das Thema, dass wir die Kita aktiv von uns aus geschlossen haben. Ich ergänze es vielleicht noch, letztes Jahr im November, als wir uns bei der Klausurtagung getroffen haben, da haben wir die Kita einfach in der Vorausschau der nächsten Kita-Entwicklungsplanung, die Ihnen ja noch nicht vorliegt als Ratsbeschluss, mit in die Liste der Kitas aufgenommen, mit Kita-Plätze, die wir uns als Abbau vorstellen können. Aber auch mehr nicht. Das ist ja noch keine Ratsvorlage gewesen. Das liegt mir am Herzen, dass Sie nicht durch das festsetzt, die Verwaltung hat ja eigenmächtig an Ortschaftsräten oder Stadträten vorbeigehandelt. Das ist nicht so. Dankeschön, Herr Kuschel. Herr Fricke, bitte.
Oberbürgermeister, Sie sprachen von Prognose. Die Prognose ist dahin, dass wir weniger Kinder haben. Das gleiche Problem war mit den Schulen im Landkreis Harz. Und jetzt bei der letzten Kreistagssitzung hatte Herr Balzerowski, der Landrat, öffentlich erklärt, dass die Prognosen nicht ganz stimmen, dass die Kinderzahl sich nicht nach der Prognose gerichtet hat. Und dieses kann auch passieren in Halberstadt. Auch wenn die Hartenstädter Kinder sehr gern gesehen sind in Aspenstedt, so ist es doch vielleicht immer besser, dass man in jedem Ort seine kleine Kita hat. Danke. Dankeschön. Herr Oberbürgermeister, nochmal als Antwort auf Herrn Fricke und dann Herr Bartel, bitte nochmal. Herr Fricke, Sie haben völlig recht, aber wir sind alles keine Hellseher. Wir können uns nur auf das Zahlenmaterial berufen, was uns vorliegt. Das sind die Prognosen vom Land. Und selbst wenn die nicht 100% zutreffen könnten oder sollten, die Prognosen gehen ja momentan davon aus, dass wenn wir nichts verändern, wir 2025 über 300 bis 400 freie Plätze haben. Also ich sage mal, wir haben auch so noch viel Luft für Prognosen, die hoffentlich besser ausfallen, als sie momentan sind. Wenn das nicht so wäre, würden wir wahrscheinlich über solche Sachen wie Kitaschließungen gar nicht diskutieren müssen. Danke. Herr Bartel, bitte. Ja, langsam komme ich doch zu den 10 Minuten, Herr Dr. Bürger, die ich vorher beantragt habe. Herr Kuschel, noch einmal, um die beiden Begriffe noch mal auseinanderzuhalten. Es ist richtig, dass Sie und Ihr Kollege Teamleiter mir immer wieder gesagt haben und dem Ortschaftsrat auch, es gibt nach wie vor eine Betriebserlaubnis. Aber dass die Verwaltung in Absprache mit dem Landkreis die Kita Pusteblume aus der Bedarfsplanung genommen hat, das ist am Ortschaftsrat und beim Ortsbürgermeister vorbei gewesen. Das ist so und das ist ein Fakt. Der besteht auch weiter. Bitte auch zu Protokoll. Das ist einfach so. Man hat mir nie gesagt, dass wir aus der Bedarfsplanung raus sind. Da können Sie jetzt den Kopf schütteln. Das ist so. Nie in einem Wort. Das letzte Mal am 23. Dezember 2020 saß ich bei Ihnen, habe Ihnen die Aussicht gesagt, dass wir mit dem Cäcilienschild was machen. Und selbst da hat mir keiner von Ihnen beiden in irgendeiner Weise erklärt, Sie sind schon längst aus der Bedarfsplanung des Landkreises rausgenommen. Mit keinem Wort. Das würde ich beeiden. Das Zweite, was ich nochmal sagen möchte, ist, dass wir natürlich in Artenstedt unbedingt wieder unsere Kita haben wollen, weil sie einfach zum Ort, zum Leben dazugehört. So wie das auch hier schon meine Vorredner gesagt haben. Jeder Ort braucht eine Kirche und eine Kita. Das ist das Mindeste, was wir im Ort noch haben wollen. Und nochmal, ich denke, ich weiß nicht, wer jetzt noch auf meine Rede antworten will. Ansonsten, ich habe nicht das Recht, hier etwas zu beantragen, aber ich denke, man sollte dann zur Abstimmung kommen. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag 43, Wechsel der Kita Pusteblume in Artenstedt in die Trägerschaft des Cäcilienstifts Halberstadt. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. So, dann bitte ich mal die Fraktionszähler Zustimmung. Die Linke 4, SPD, Bündnis 90, die Grünen 3, BUKO, Freie Wähler, FDP. CDU, Emersleben, Wählergemeinschaft 0 und AfD 2. Wer gegen diesen Antrag stimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Können wir schnell durch. CDU 7 Stimmen dagegen. Mit mir 8. Oberbürgermeister auch dagegen gestimmt 9. Stimmenthaltungen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bitte die Gegenstimmen bitte auch fraktionsweise. Entschuldigung, dann sind wir 10 Gegenstimmen. Bitte? 10 Gegenstimmen. Bitte nochmal die Gegenstimmen.
CDU waren 7. Frau Dick, 8. Herr Schuber, 9. Oberbürgermeister, 10. 11, Entschuldigung. 11. Stimmenthaltungen? 6 Stimmenthaltungen. Damit ist der Antrag 43 mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Antrag Nummer 50. Ich möchte dem Wort des Oberbürgermeisters nicht vorgreifen, Frau Weiß, aber das hat Herr Zarata vorhin eindeutig schon formuliert. Aber bitte, Herr Zarata. Wie angekündigt, werde ich und muss ich in den Widerspruch gehen. Wir kommen zum Antrag 50, Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Klein-Quenstedt. Herr Geffert, Sie werden einführen, danke. Ja, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen. Ich bin jetzt hier in der Funktion des Ortsbürgermeisters Klein-Quenstedt. Ich möchte ganz gern noch mal einführen, wie es zu dem Antrag gekommen ist. Mit dem dramatischen Ereignis zum Kindertag 2018 hat nicht nur ein Teilbereich der Kernstadt ein dramatisches Ereignis erlebt, sondern auch der Ortsteil Klein-Quenstedt. Innerhalb weniger Minuten sind beinahe 80 Liter Regen gefallen. Das hat dazu geführt, dass in Klein-Quenstedt um die 30 Wohnungen bzw. Häuser überschwemmt waren, die ausgepumpt werden mussten. Das hat dazu geführt, dass ein Großteilbereich umliegend um Klein-Quenstedt auch überschwemmt gewesen war, sodass eine komplette Gartensportenanlage im Anschluss auch, ich sag mal, beinahe evakuiert werden musste. Erschweren kam hinzu, und das ist gerade für die Klein-Quenstedter etwas sehr Unschönes, was sie zwar akzeptiert haben, aber nicht wirklich für sich verinnerlichen konnten. Und das ist die Tatsache, dass während der Rettungsmaßnahmen unsere Freiwillige Feuerwehr in Klein-Quenstedt abberufen wurde, um die Sicherungsmaßnahmen für unser Amäus-Klinikum und für das Kaufland abzusichern. Das ist auf einer Seite nachvollziehbar, ist aber, denke ich mal, auch an der Stelle dann für uns wiederum nachvollziehbar, dass die Klein-Quenstedter dieser Situation durchaus in naher Zukunft unter Umständen wieder ins Auge sehen können. Aus dieser Geschichte heraus, 2018, haben wir immer wieder in den Ortschaftsratssitzungen Anfragen gestellt an die Verwaltung, was wir bautechnisch denn tatsächlich an den vorherrschenden Bauanlagen verändern können, mit dem Ergebnis, wir können nichts verändern. Daraufhin haben wir dann im September vergangenen Jahres konkrete Anträge an die Verwaltung gestellt, zu sagen, wir möchten gerne Regenrückhaltebecken an verschiedensten Stellen installiert haben. Das war vergangenes Jahr im September. Ich muss sagen, die Verwaltung arbeitet daran, kann sich aber auch nicht so richtig entschließen, in welche Richtung es tatsächlich geht. Daraufhin hat der Ortschaftsrat nochmal gesagt, okay, wir möchten jetzt einen Antrag im Stadtrat haben, dass das Thema doch tatsächlich mal ganz oben auf die Tagesordnung kommt. Ich möchte gar nicht großartig ausholen, welche dramatischen Ereignisse uns tagtäglich in Form des Klimawandels über die sozialen Medien berichtet werden. Ich habe zu dem Antrag einen recht aktuellen Artikel der Volksstimme beigegeben, der an dieser Stelle schon sehr deutlich macht, was uns jederzeit erwarten kann. Und ja, mir ist bewusst, das kostet Geld, Vorsorge kostet Geld. Ich muss aber auch sagen, wir stehen unseren Bürgern als gewählte Stadträger, stehen wir all unseren Bürgern in der Pflicht, hier Vorsorge zu tragen, um uns um ihr Leib und ihr Seelenfrieden an dieser Stelle auch zu kümmern. Ein Hochwasserschutzkonzept, einfach mal um zu sehen,
welche Möglichkeiten haben wir? Wir sind umgeben von zwei Bächen, die mitten durch die Ortschaft fließen. Wir haben die große Schwierigkeit, dass im großen Einzugsbereich dieser Bäche zum Beispiel auch die Halberstädter Siedlung liegt. Ich kann sagen, wenn in der Halberstädter Siedlung nur 20 Liter Niederschlag fallen, habe ich in kürzester Zeit im Ortskern von Klein-Quenstedt das Wasser ganz kurz unter der Brücke stehen, am Planen. Das heißt, haben wir mehr Niederschlag nur in diesem Bereich, haben wir wieder Grundstücke, die unter Wasser stehen und die dort abgepumpt werden müssen. Ich denke, Vorsorge kostet Geld, Schadensbeseitigung ist wesentlich teurer und schafft zudem auch noch Tränen der Bürger. Ich appelliere tatsächlich, auch wenn sich das für mich in der Form der Klimawandlung und auch in dem Bereich dessen, was ich tätig bin, eigentlich sehr klar darstellt, an alle Stadträte, hier diesem Antrag zuzustimmen und die Vorsorge für Klein-Quenstedt zu beschließen. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen dazu? Herr Herrmann, bitte. Ja, danke, danke Jens, danke deinem Ortschaftsrat. Also die CDU-Fraktion möchte diesen Antrag unterstützen und ich möchte gleichzeitig hier einen Änderungsantrag stellen, der wie folgt lautet: Der Stadtrat der Stadt Halberstadt möge beschließen, dass die Stadtverwaltung die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für alle Ortsteile einschließlich Kernstadt zeitnah veranlasst. Und wenn wir das dann beschlossen haben, wäre mein Vorschlag, dass wir diesen dann in die Ausschüsse verweisen, sodass wir da nähere Informationen in den Ausschüssen erstmal sammeln, sodass wir das im nächsten Stadtrat eventuell dann schon beschließen könnten. Und es wäre schön, wenn alle dem so folgen könnten. Danke. Dankeschön, Herr Herrmann. Der weitergehende Antrag wäre jetzt ein Antrag Nummer 50 mit der Änderung, die Herr Herrmann formuliert hat im Namen der CDU, dann in die Ausschüsse zu verweisen. Würde das Ihre Zustimmung finden? Dann bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Dann nehmen wir zu Protokoll, dass der Antrag 50 in die Ausschüsse mit der eingebrachten Änderung gebracht wird. Bitte? Achso, Entschuldigung, ja. Ich habe Gegenstimmen, keine Stimmenthaltungen, auch keine. Also die orangefarbene Fraktion war so überwältigend, dass ich der Ansicht war, es war keine Gegenstimme. Dankeschön für den Hinweis. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. 11, Beschlussvorlage 449, PKW-Überlassungsvereinbarung an den Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt. Fürs Protokoll, Herr Zarata nimmt an dieser Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht teil. Gibt es zu der Beschlussvorlage 449 Anfragen, Anregungen oder Meinungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage 449 zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Drei Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? Drei Stimmenthaltungen. Damit ist die Beschlussvorlage 449 mehrheitlich angenommen. Beschlussvorlage 399, fürs Protokoll, der Oberbürgermeister nimmt wieder an der Beratung teil, betrifft Grundsatzbeschluss zur Auflösung des Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater und Neugründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH. Gibt es dazu Einführungsbedarf oder Anmerkungen, Fragen? Ja, bitte, Herr Schmidt.
kurz das nochmal formulieren, weil Herr Schmidt jetzt gerade nicht ans Mikro gegangen ist. In Punkt 3 steht, dass einem Entwurf eines Gesellschaftervertrages zur Neugründung zugestimmt wird. Wir stimmen heute dem Entwurf zu und nicht dem Gesellschaftervertrag, der noch nicht fix und fertig und in Tüten ist. Das ist die Frage. Trägt die Verwaltung diese Ansicht von Frau von Löbbecke? Herr Oberbürgermeister. Also wir werden das jetzt nochmal klären. Ich habe das Ganze so, also der Gesellschaftervertrag ist ausgehandelt. Es gab jetzt mehrere Runden. Wir haben, also ich wäre auch schwer dagegen, dass wir jetzt nochmal anfangen, über irgendwas im Gesellschaftervertrag zu diskutieren, weil das haben wir ja in mehreren Runden haben wir das gemacht. Wir kommen als Stadt Halberstadt sehr gut bei diesem Gesellschaftervertrag weg. Ich habe den Gesellschaftervertrag natürlich noch nicht unterschrieben, aber das ist der Inhalt des Gesellschaftervertrages, den ich dann unterschreiben werde und dann ist er fix. Also da wird sich am Gesellschaftervertrag nichts mehr ändern. Der Kreistag hat dem zugestimmt, die Quedlinburger haben dem zugestimmt und alle nicht unter dem Vorbehalt, dass es da noch irgendwelche Änderungen gibt. Dass da jetzt Entwurf drin steht, naja, ich bin wahrscheinlich davon ausgegangen, dadurch, dass ich ihn nicht unterschrieben, also noch nicht unterschrieben habe, ist es so lange, bis ich es unterschrieben habe, irgendwie noch ein Entwurf. Aber die Inhalte, die da drin stehen, sind sozusagen entverhandelt und ausverhandelt. Also von daher. Davon gehe ich aus. Also das würde ich als Vertrauensbruch werten, wenn das noch zu irgendwelchen Änderungen an irgendeiner Stelle käme. Frau Weiß. Herr Zerate, eigentlich müsste dann das Wort Entwurf raus. Denn der Landkreis hat dem zugestimmt mit Änderungen, die Bündnis 90 Grünen eingebracht haben, welches wirklich richtig gute Veränderungen auch noch waren. Und die Stadt Quedlinburg hat dem ja auch zugestimmt. Also es wäre wünschenswert, ich tue mich trotzdem damit schwer, dem zuzustimmen. Es geht hier um unser Theater in der Stadt und man muss dazu sagen, es geht auch immerhin um 165 Leute. Und ein Theater hat sozusagen einen Bildungsauftrag und der ist enorm wichtig für diese Stadt. Und wir wissen ja, was Positives haben wir rausgehandelt. Erstens mal mit den Prozenten, dass wir immer ein Vetorecht haben und dass der Sitz sozusagen der Verwaltung jetzt hier in Halberstadt ist, war ja bis dato in Quedlinburg. Also man muss diesen Vertrag auch ein bisschen Positives absehen. Also bitte stimmen Sie zu, es geht um unser Theater. Herr Zerata, bitte. Also wir nehmen aus der Vorlage das Wörtchen Entwurf raus als Verwaltung. Und dann auch in der Anlage entsprechend. Aber die wird ja nicht beschlossen, genau. Also lautet der Punkt 3 dann, dem Gesellschaftervertrag zur Neugründung des Nordharzer Städtebundtheaters GmbH wird zugestimmt in der Beschlussfassung. Herr Bartel, bitte. Ein kleiner redaktioneller Hinweis auf Seite 10, die Gesellschafteranteile. Wenn da einer gerechnet hat, dann kommt er irgendwie auf 101% statt 100% und ich denke, da ist irgendwo ein kleiner Zahlenteufel drin. Ja, die Vereine haben jeder 1.000 Euro, das sind 3%. Rechnen Sie das mal hoch, das sind 101%, Frau Weiß. Ja, 101 ist nicht 100. Gesellschaft, Seite 10, die Excel-Tabelle. Das ist jetzt aber eine entscheidende Sache. Oder wie?
wir. Das können wir eigentlich nicht ändern. Herr Fricke, bitte. Und Herr Geffert. Das wurde schon beim Kreistag auch schon bemängelt und das wurde damals rausgenommen. Vielleicht ist das noch eine alte Version, die Sie da übermittelt gekriegt haben. Was haben Sie? Herr Fricke, wissen Sie, was im Kreistag rausgenommen wurde? Ja, bitte. Auf der Seite 2 des Gesellschaftsvertrages steht als Stammeinlage vom Landkreis 46.000 und vorne stehen 47.000. Das ist dann 1%. Das müsste geändert werden vorne in der Vorlage, müsste jetzt 46 und damit dann entsprechend die Prozentzahl weniger. Muss mal gucken. Da müsste 46 dann stehen, logischerweise. Und dann die Summe der Stammeinlagen ergibt 100.000. Ja, also die Summe der Stammeinlagen ergibt dann 100.000 Euro. Ja, also im Gesellschaftsvertrag steht es richtig. Also 46. Danke, Herr Bartel, Herr Geffert und dann Frau von Lübbecke. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Wort Entwurf herkommen. Da sollten wir uns nicht wirklich dran stören. Ein Vertrag bleibt so lange in der Entwurfsfassung, bis er unterzeichnet wird. Und wir beschließen hier lediglich den uns vorgelegten Fassung des Entwurfs. Nein, das kannst du nicht mit dem Kopf schütteln. Du kriegst immer die Entwurfsfassung bis dahin und der Vertrag wird unterzeichnet in der vorliegenden Fassung. Danke für den Hinweis. Weitere Wortmeldungen? Frau von Lübbecke, bitte. Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, vor über einem Jahr, ich werde jetzt eine Stellungnahme von Frau Annelie Borgmann und von mir verlesen. Vor über einem Jahr wurde in einer eher unschönen Art und Weise die Diskussion begonnen, deren Beschlüsse wir heute zu verabschieden haben. Das Nordharzer Städtebund Theater als Dreispartenhaus und Landesbühne soll von der kommunalen Rechtsform Zweckverband zur privatrechtlichen Rechtsform GmbH umgewandelt werden. Nicht, wie zuerst befürchtet, von heute auf morgen. Tatsächlich werden beide Rechtsformen noch weiterhin parallel laufen, bis alle Verbindlichkeiten des Zweckverbandes abgeschlossen sein werden. In diesem Jahr wurde viel gerungen, diskutiert und auch polarisiert. Besonders die Kommune Halberstadt hat sich im Zweckverband sehr verantwortungsvoll mit der Thematik auseinandergesetzt. Über die Parteigrenzen hinweg haben wir nach einer guten Lösung für den Standort Halberstadt und unser Theater gesucht. Und hierbei wurde sogar ein virtueller Workshop mit einem Wirtschaftsprüfer im Kulturbereich abgehalten. Und dafür danke, Herr Zarata, dass Sie uns diese Möglichkeit gegeben haben. Und ich danke auch, oder wir danken auch allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates. Herzlichen Dank auch an die Verwaltung hier in Halberstadt, dass dieser Prozess durch voreilige Beschlussvorlagen nicht vorweggenommen worden ist. Und wir erst heute Grundsatzentscheidungen treffen, wo wir doch auch wissen, was im Gesellschaftervertrag stehen wird. Kultur ist Daseinsvorsorge für uns alle. Und ausgehend vom § 36.3 der Landesverfassung fördern Land und Kommunen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die kulturelle Betätigung aller Bürger. Dennoch wissen wir alle, dass sie eine freiwillige Aufgabe ist. Der Zweckverband war und wie wir noch immer finden, ist aus diesem Grund die für die Kultureinrichtung sicherste Rechtsform. Der Impuls des Landrates kam im Frühjahr 2021 überraschend. Es ist bis heute uns nicht klar, welches langfristige Ziel verfolgt werden soll. Wird wirklich eine Fusion des Philharmonischen Kammerorchesters in Wernigerode
und des Nordharzer Städtebundtheaters angestrebt. Positiv ist, dass Missstände, die im Zweckverband bestanden, dadurch erkannt wurden, so wie die schon länger bekannte und permanente Unterfinanzierung des Hauses. Auch innerhalb der sicheren Rechtsform des Zweckverbandes können falsche Strukturen erfolgreich angegangen und geändert werden. Das wurde leider zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen. Wir befürchten, dass nun lediglich ein Liquidieren des Zweckverbandes bevorsteht, aber keine Aufarbeitung stattfinden wird. Andererseits ist es notwendig, dass der Landkreis in Vertretung des stärksten kommunalen Mittelgebers hundertprozentig hinter der Rechtsform unseres Theaters stehen muss, um gezielt in der Staatskanzlei für den Harzkreis zu werben und sie stark zu machen. Und so galt es in den letzten Monaten, den Gesellschaftervertrag in Workshops und durch Änderungsanträge vor dem Kreistag so sicher und so transparent wie möglich zu gestalten, quasi in Richtung Sicherheit und Transparenz eines Zweckverbandes zu regeln. Hier ist einiges passiert. Und dennoch können wir diesem Beschluss mit diesem Gesellschaftervertrag nicht zustimmen. Im Endeffekt gilt es, die Förderung des Harzer Städtebundtheaters als Dreispartenhaus so auszustatten, dass die Kosten, insbesondere die Personalkosten, die 85% des Hauses ausmachen, dauerhaft und mit allen sich ergebenden Tarifentwicklungen gesichert ist. Hierfür müssen wir alle gemeinsam einstehen, unabhängig von der Rechtsform. Dennoch stimmen wir jetzt nicht gegen den heutigen Beschluss, sondern enthalten uns in der Hoffnung, dass das Nordharzer Städtebundtheater zukünftig als Kulturstätte in einem Atemzug genannt wird mit Magdeburg, Halle und Dessau. Ich habe eine Kopie für Sie fürs Protokoll. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würden wir jetzt zur Abstimmung kommen. Aber da es sich um ein sehr wichtiges, um eine sehr wichtige Beschlussvorlage handelt, frage ich jetzt doch noch einmal nach der Punkt 3 Entwurf. Wird Entwurf gestrichen oder nicht? Wird gestrichen. Dann also in der Beschlussvorlage und in der Ausführung als Anlage. Die Änderungen sind Ihnen auch mitgeteilt worden auf der Seite 10. Der Beschlussvorschlag besteht aus 4 Punkten. Müssen wir sie einzeln abstimmen oder können wir sie zusammen abstimmen? Ich sehe keine Stimme für Einzelabstimmung. Dann stelle ich die Beschlussvorlage 399 in ihrer Gesamtheit zur Abstimmung. Wer dem Vorschlag zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen. Eine Gegenstimme. Stimmenthaltungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stimmenthaltungen. Damit ist die Beschlussvorlage mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13, Beschlussvorlage 448, Entsendung von Ratsmitgliedern in den Aufsichtsrat der Halberstadtwerke. Dazu wurden benannt CDU, Emersleben Wählergemeinschaft, Dr. Volker Bürger, für die Fraktion Die Linke, Herr Nerkorn, für das Bündnis SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Jens Müller und für die Fraktion BUKO e.V., Freie Wähler, FDP, Herr Frank Grüning. Es ergibt sich des Weiteren, dass im Losverfahren ein weiteres Mitglied in diesen Aufsichtsrat der Halberstadtwerke entsandt werden muss. Es findet ein Losverfahren zwischen der Fraktion CDU, Emersleben Wählergemeinschaft statt und der Fraktion der AfD. Die CDU haben benannt Herrn Michael Herrmann und die AfD hat benannt Herrn Christian Hecht.
Wir werden dieses Losverfahren folgendermaßen durchführen. Von Frau Döhler. Von Frau Döhler sind zwei gleich aussehende Briefumschläge vorbereitet worden. Ich würde jetzt einen Vertreter der Fraktion CDU und einen Fraktionsvertreter der Fraktion AfD zu mir nach vorne bitten. Ich werde diese beiden Umschläge hier vorne hinlegen und bitte die beiden Vertreter, sich zu einigen, wer welchen Umschlag nimmt. Ja, ich bitte jetzt um Öffnung der Umschläge und... Ein Gutschein für die Olive. Darf ich? In den Umschlägen waren es jeweils ein Blatt. Auf dem einen steht Zugriff. Diesen Umschlag hat die Fraktion CDU gegriffen. Auf dem anderen Papier steht nichts. Das war der Zugriff von der AfD. Damit geht das Mitglied Herr Michael Herrmann als Vertreter der Fraktion CDU zusätzlich in den Aufsichtsrat der Halberstadtwerke. Herzlichen Glückwunsch, Herr Herrmann. Wir kommen zum wir müssen jetzt praktisch diese Beschlussvorlage bestätigen, die Entsendung dieser Ratsmitglieder. Wer dem zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist der Entsendung einstimmig zugestimmt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, Beschlussvorlage 421, dritte Fortschreibung der Risikoanalyse des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Halberstadt. Gibt es dazu Einführungsbedarf, Anfragen und Anregungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? Keine. Damit ist die Beschlussvorlage mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15, Beschlussvorlage 434, außerplanmäßige Ausgaben für die Beauftragung der Planungsleistungen zur Realisierung der Erschließung des Ortsteils Emersleben befindlichen Baugebietes in den Wöhren, zweiter Bauabschnitt. Gibt es dazu Einführungsbedarf, Anfragen oder Anregungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschlussvorlage 434 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 16, Beschlussvorlage 453, Widmung von Straßenplätzen und Wegen gemäß Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt, hier Freigabe für den Radverkehr in der Fußgängerzone. Gibt es dazu Anfragen oder Einführungsbedarf? Kein Einführungsbedarf, keine Anfragen, Anregungen auch nicht. Damit stelle ich die Beschlussvorlage 453 zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4, 5. 6 Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Keine. Damit ist die Beschlussvorlage mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17, Beschlussvorlage 457, infrastrukturelle Erschließung des Industriegebietes Ost. Gibt es dazu Einführungsbedarf? Anfragen oder Anregungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage 457 zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschlussvorlage 457 einstimmig angenommen. Wir kommen zur Beschlussvorlage
420, Tagesordnungspunkt 18. Bebauungsplan Nummer 66, Arrondierung Industriegebiet Ost. Hier zweite Änderung, Aufstellung. Gibt es dazu Einführungsbedarf? Fragen oder Anregungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschlussvorlage 420 einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 19, Beschlussvorlage 429, Flächennutzungsplan Ortsteil Aspenstedt, dritte Änderung, Aufstellungsbeschluss. Gibt es hierzu Einführungsbedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Anfragen oder Anregungen? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage 429 zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschlussvorlage 429 einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 20, Beschlussvorlage 422, Bebauungsplan Ortsteil Aspenstedt Nummer 8, Sondergebiet Solaralte Deponie, Aufstellungsbeschluss. Gibt es hierzu Einführungsbedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Anfragen oder Anregungen? Sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage 422 zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschlussvorlage 422 einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 21, Beschlussvorlage 423, Bebauungsplan Ortsteil Aspenstedt Nummer 9, Sondergebiet Solar hinter dem großen Dorfe. Aufstellungsbeschluss. Gibt es dazu Einführungsbedarf, Anfragen oder Anregungen? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Ich frage nochmal, Herr Gröning, war das eine Gegenstimme? Nein, zu spät runtergenommen. Keine Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschlussvorlage 423 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22, Beschlussvorlage 432, Flächennutzungsplan Schachtdorf Ströbeck, vierte Änderung, Aufstellungsbeschluss. Gibt es dazu Einführungsbedarf? Anregungen oder Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschlussvorlage 432 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 23, Beschlussvorlage 397, Schachtdorf Ströbeck, Bebauungsplan Nummer 6 am Großen Stiege, hier Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. Gibt es dazu Anfragen oder Anregungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Gibt es Einführungsbedarf? Auch das ist nicht der Fall. Die Beschlussvorlage besteht aus drei Punkten. Können wir sie zusammen abstimmen? Ich sehe keine gegenteilige Meinung. Dann stelle ich die Beschlussvorlage 397 zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltungen? Keine. Damit ist die Beschlussvorlage 397 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 24, Beschlussvorlage 430. Bebauungsplan Ortsteil Schachtdorf Ströbeck Nummer 7, Sondergebiet Solaralte Deponie, Aufstellungsbeschluss. Gibt es dazu Einführungsbedarf, Anregungen oder Anfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Nein. Stimmenthaltungen? Auch keine, damit ist die Beschlussvorlage 430 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 25, Beschlussvorlage 419, vierte Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung von Umlagen für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer in der Stadt Halberstadt, Umlagesatzung. Gibt es dazu Einführungsbedarf? Anfragen oder Anregungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall.
Dann stelle ich die Beschlussvorlage 419 zur Abstimmung. Wer ihr zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme oder zwei Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? Eine Stimmenthaltung. Damit ist die Beschlussvorlage 419 mehrheitlich angenommen. Meine Damen und Herren, wir haben damit den öffentlichen Teil unserer heutigen Ratssitzung absolviert. Ich danke unseren Gästen für ihre Anwesenheit, wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und die EDV wird mir signalisieren, wenn die Leitungen getrennt sind.